öffentliche Hinrichtungen. Im Mittelalter und der frühen Neuzeit sind sie blutiger Alltag. Auch in Deutschland. Doch was ist dran an den Geschichten über grausame Henker und ihre Opfer? Jahrhunderte später lüften Forscher die Geheimnisse unserer oft gruseligen Vergangenheit. Geköpft, gerädert und gehängt, was am Richtplatz wirklich geschah. Jetzt in ZDF History. Bad Belzig, eine Kleinstadt in Brandenburg, südwestlich von Berlin. Das Mittelalter hat hier deutliche Spuren hinterlassen. Über und unter der Erde. Die Archäologin Marita Genesis hat im Märkischen Sand ein düsteres Relikt der Vergangenheit entdeckt. Die Forscherin untersucht Richtstätten. Orte, an denen Menschen einst öffentlich getötet wurden. Die Menschen des Mittelalters und der Neuzeit waren nicht weniger grausam und brutal als heute. Aber sie mussten sich natürlich innerhalb ihrer Gesellschaften, innerhalb ihrer Gemeinschaften organisieren. Und dazu benötigten sie eine Rechtsordnung. Und die damalige Rechtsordnung wurde als eine von Gott gegebene Ordnung angesehen, als eine sogenannte Gottesordnung. Wer also gegen diese Ordnung verstieß, er war also ein Feind Gottes, ein Inimicus Dei. Und um diese Gottesordnung wieder in die Waage zu bringen, also um Gott wieder auszusöhnen, benötigte man ein Opfer. Damals war die Todesstrafe nicht umstritten. Die Hinrichtungsmethoden sind im Mittelalter und der frühen Neuzeit vielfältig. Vom Pfählen übers Erhängen bis hin zum Rädern. Und das sind längst nicht alle. Die Gottlosen! Zündet sie an! Der Scheiterhaufen droht all jenen, die unsere Vorfahren für Hexen oder Zauberer halten. Das Verbrennen ist ab dem Mittelalter aber auch eine Todesstrafe für Ketzerei, Unzucht oder Mordbrand. Das öffentliche Töten soll abschrecken. Über eine Wiedereingliederung von Straftätern in die Gesellschaft hat man damals nicht nachgedacht. Gerichtet wird im Namen Gottes. Und im Namen der Gemeinschaft. Hinrichtungen waren auch teuer. Ja, und so ein Scharfrichter hat sich das schon zahlen lassen. Und deswegen war das wirklich nur sozusagen in schweren Fällen dort, wo man gemeint hat, es müsste sein. Es gibt weniger Hinrichtungen, als man glaubt. Und deswegen auch diese Theatralisierung, weil es so wenige gibt oder gab, musste auch der Staat das so aufblustern, so zu einem Skandal, zu einem Spektakel machen, damit er sich da inszenieren kann. Die Spuren dieses blutigen Spektakels bringt heute meist nur noch der Zufall zutage. So wie in Hessisch-Lichtenau. Uwe Bachmann beherbergt in seinem Haus einen ungewöhnlichen Untermieter. In diesen Kisten verbirgt sich ein düsteres menschliches Schicksal. Uwe Bachmann erinnert sich noch genau an den Fund. Bei dem Bau eines Gartenhäuschens vor über 30 Jahren entdeckt er ihn. Zusammen mit seinem Vater. Ein Toter unterm Blumenbeet. Das Besondere an dieser ganzen Aktion war, dass der Schädel nicht an dem normalen Platz sich befand, also am Ende des Halses, sondern er lag zwischen den beiden Oberschenkelknochen auf der Seite und war wohl irgendwie abgetrennt vom Körper. Das Skelett wird damals untersucht. Das große Interesse bleibt aber erst einmal aus. Dabei ist es ein bemerkenswerter Fund. Da ist sich Jost Auler sicher. Er hat 3 Bücher zur Richtstättenarchäologie veröffentlicht und wird in Fachkreisen auch Galgenpapst genannt.
Der Archäologe schreibt damals einen Fachbeitrag über das Skelett von Hesse-Schlichtenau. Für ihn ein klares Bild. Ein abgetrennter Schädel zwischen den Knien. Dieser Mensch muss enthauptet worden sein. Der Skelettfund von Hesse-Schlichtenau ist für uns Archäologen bedeutend, weil er einer der ältesten Belege für die Strafgerichtsbarkeit des Mittelalters darstellt und von uns zeitlich genau gefasst werden konnte. Hinrichtung und Beisetzung fanden um 1300 statt. Inzwischen war das Skelett sogar auf Reisen, wurde auf Ausstellungen gezeigt. Doch jetzt ruht der Tote wieder im Privatbesitz der Familie Bachmann. Warum er auf ihrem Grundstück verscharrt wurde, bleibt unklar. In der Nähe soll es früher aber einen Richtplatz gegeben haben. Für die damalige Zeit nicht ungewöhnlich. Seit dem hohen Mittelalter und dann auch vor allem in der frühen Neuzeit waren diese Richtstätten landschaftsprägend, so wie heute Tankstellen oder Einkaufszentren vor den Städten. Richtstätten befinden sich damals in der Regel außerhalb der Städte. Sie liegen gut sichtbar an großen Handelsstraßen, häufig auf Hügeln. Manche Reisende erwartet vor den Stadttoren ein grausiger Anblick. Natürlich sollte die Hochgerichtsstätte mit den möglicherweise noch dran verweilenden, Gehängten oder Geräderten weithin sichtbar sein. Jeder, der auf dieser Handelsstraße in die Stadt kam, sollte sich gewiss sein, dass Straftäter hier hart, scharf bestraft werden. Und zum anderen, Sie dürfen nicht vergessen, diese hohe Gerichtsbarkeit, das Recht über Leib und Leben zu richten, die wird vom Landesherrn verliehen. Es ist also ein hohes politisches Recht im Mittelalter und auch in der Neuzeit. Und dieses Recht wollten natürlich die Städte weithin sichtbar auch demonstrieren. Von den einst so präsenten Richtplätzen ist heute kaum mehr etwas zu sehen. So verbirgt sich mitten unter uns noch so mancher heute unscheinbarer Galgenberg, wie hier inmitten einer Kleingartenanlage in Neuss. Versteckte Galgenhügel gibt es zahlreiche noch in Deutschland und wir gehen achtlos an ihnen vorbei, ohne zu ahnen, was für grauenhafte Dinge sich dort einen zugetragen haben. Jost Auler hat mit seinem Werk die Galgenberger aus der Vergessenheit geholt und damit der Richtstättenarchäologie in Deutschland den Weg bereitet. In Bad Belzig in Brandenburg sind die Forscher einer Richtstätte auf der Spur. Vor der Stadt in dieser Lichtung stand vermutlich ein dreibeiniger Galgen. Bis ins 19. Jahrhundert wurden hier Verurteilte vom Leben zum Tode befördert, wie es früher hieß. Das Erhängen ist eine der ältesten Hinrichtungsarten. Ein Baum, ein Seil, mehr braucht es nicht. Im Mittelalter und der frühen Neuzeit ist das Hängen die häufigste Todesstrafe. Der einfache Kniegalgen, wie man ihn aus amerikanischen Westernfilmen kennt, wird dabei aber eher selten benutzt. Die Galgen werden immer variantenreicher. Sie haben zwei, drei oder vier Pfosten. Manche sogar massive Steinfundamente mit einer Eingangstür oder sie sind mehrstöckig. Der am höchsten hing, hatte meistens am stärksten gesündigt und sollte nach dem Tod auch noch besonders gedemütigt werden. Die Grabung in Bad Belzig soll offenbaren, was an düsteren Plätzen wie diesen tatsächlich geschah. Marita Genesis und ihr Team werden schnell fündig. Der Tote ist ein Beleg dafür, dass dieser Ort tatsächlich einst Richtstätte war und augenscheinlich auch als solche genutzt wurde. Jetzt wollen die Archäologen herausfinden, wie dieser Mensch ums Leben gekommen ist. Marita Genesis besucht das Geheime Staatsarchiv in Berlin. Sie recherchiert in den historischen Quellen des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Der erste Beleg für einen amtlich bestallten Scharfrichter in Belzig findet sich im Jahr 1570. Die Quellen verzeichnen mehrere Verurteilungen und verschiedene Hinrichtungsarten.
Bislang konnten wir 15 Verurteilungen in den Quellen verorten, aber es müssen weitaus mehr gewesen sein. Wir haben alle Spielarten von Straftaten vertreten. Wir haben Mord, Mord an Schwangeren, wir haben Körperverletzung, wir haben Diebstahl, wir haben Überfälle. Und wir finden auch in der Tat alle Strafen, die das damalige Strafprozessrecht verzeichnet. Wir finden also das Erhängen, das Rädern, das Verbrennen und das Enthaupten. Wie aber wurde dieser Mensch hingerichtet? Die zunächst unauffällige Körperlage ist ein wichtiges Indiz. Die Hände des Toten sind nicht auf Bauch oder Brust gefaltet, wie im christlichen Ritus üblich. Für die Archäologin ein Hinweis für eine gelöste Fesselung. Sie vermutet, dass dieser Mensch erhängt wurde. Wenn wir den Tod durch den Strang nachweisen wollen, müssen wir genau darauf achten, wie liegt das Skelett, das Individuum in der Grube. Liegt es in gestreckter Rückenlage? Möglicherweise sind die Hände auf dem Rücken oder auf dem Bauch gefesselt. Dann können wir schon zu 80% sagen, hier könnte der Tod durch den Strang vorliegen. Denn zeitgenössische Abbildungen zeigen die Verurteilten oft mit gefesselten Händen am Galgen. Das Erhängen gilt damals als unehrenhaft und ist eher eine Hinrichtungsart für das einfache Volk. In dem ältesten Rechtsbuch des deutschen Mittelalters, dem Sachsenspiegel, steht, den Dieb soll man hängen. Später bestrafen die Städte auch Münzfälscher, Räuber und Verräter mit dem Strang. Eine Variante des Erhängens damals? Der Verurteilte muss eine Leiter hinaufsteigen. Der Scharfrichter stößt ihn dann hinab oder zieht die Leiter weg. Der Tod durch den Strang tritt aber nicht immer sofort ein. Wie lange der gefundene Tote aus Bad Belzig leiden musste, kann vielleicht er beantworten. Kriminalbiologe Marc Bennecke. Er nimmt den Fund unter die Lupe. Wie schnell ist dieser Mensch wohl in der Schlinge gestorben? Es steht und fällt wirklich damit, dass die Adern zugedrückt sind und wie stark sie zugedrückt sind. Genickbruch spielt echt fast keine Rolle. Also da, wo die so tief fallen mit richtigen Falltüren oder so, da gibt es ja diese komplizierten Berechnungen von den, besonders von den britischen Henkern und so. Und das ist ja alles Quatsch. Also wenn du das nachrechnest, das ist irgendwie einfach eine sexy Formel, wo wenig schief gehen kann, aber... In England existieren etwa bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts Tabellen, die Fallhöhen in Bezug zum Körpergewicht verzeichnen. Auch in Schweden werden diese Berechnungen verwendet, um einen sofortigen Tod zu erzielen. Wichtig auch die Frage, wo sitzt der Knoten des Strangs? Wir wissen, besonders aus dem gerichtsmedizinisch-rechtsmedizinischen Bereich von den Suizidenten, dass es relativ egal ist, wo der Knoten sitzt. Weil egal, ob der Knoten jetzt hier vorne sitzt und die Schnur dann hier lang läuft oder das Seil oder das Tuch oder ob es an der Seite sitzt, es drückt immer die Adern zu. Und das wusste man eben sehr lange nicht, dass es nicht um die Luftröhre, nicht um das Genick geht, sondern um die Adern geht. Und so gesehen ist dann, wenn man es im Nachhinein sich betrachtet, rausgekommen, dass es fast egal ist, wo der Knoten sitzt. Das Erhängen ist damals eine sogenannte unehrliche Strafe. Sie schließt ein christliches Begräbnis auf dem Gottesacker von vornherein aus. Diese Option besteht aber bei einer Enthauptung. Als Akt der Gnade kann eine unehrliche Strafe in eine ehrliche Strafe umgewandelt werden. Wenn man jemanden begnadigt und ihn statt hängt, köpft, dann freut sich der wie verrückt. Wir würden heute sagen, man, das ist für ein Unsinn, der wird sowieso getötet. Aber es gibt im Mittelalter, in der frühen Neuzeit, gibt es ehrliche Strafen und unehrliche Strafen. Es gibt sozusagen Verbrecher, die wir im Wesentlichen akzeptieren, deren Delikte, deren Taten wir verstehen. Marita Genesis findet Hinweise auf eine ehrliche Todesstrafe bei diesem Skelett. Ein Toter in Rückenlage. Im Bauchbereich wird ein Schädel sichtbar, erkennbar am Ober- und Unterkiefer. Ein deutliches Zeichen für eine Enthauptung. Wenn man glaubt, dass Hinrichtungen irgendwie schmerzfrei und was sozusagen Gutes oder Gnadenvolles sein können, ist das Enthaupten von jemandem, der es kann, der nicht betrunken ist, der trifft, der weiß, wie es geht,
vergleichsweise tatsächlich die vermutlich harmloseste und schmerzfreiste Methode. Das Enthaupten ist damals die vorherrschende Hinrichtungsart für Adlige und hohe Mitglieder der Gesellschaft. Es braucht große Geschicklichkeit. Der Scharfrichter muss das schwere Richtschwert beidhändig führen, um den Kopf mit einem Schlag vom Körper abzutrennen. Eine Enthauptung mit dem Schwert steht und fällt natürlich damit, dass man gut trifft. Der menschliche Körper ist ziemlich stabil. Das Schwert kann stecken bleiben. Im Knochen, zack, und dann muss man es wieder rausziehen und manchmal hat man auch Widerstand dabei. Also man muss wirklich im Halsbereich an die richtige Stelle treffen. Man muss einen Wumms haben, man braucht ein gutes Schwert. Und das erfordert halt auch eine gute Körperkoordination. Das große Problem dabei ist, man kann nicht üben oder man kann nur sehr, sehr schwer üben. Es gibt natürlich Regionen, wo die Scharfrichter an Leichen üben konnten. Es gibt aber auch Regionen, wo die das nicht konnten. Die vermeintlich schmerzlose Enthauptung kann für den Verurteilten also durchaus zur Qual werden. Wie vermutlich auch bei diesen Menschen. Er zeigt Auffälligkeiten an den Wirbeln. Diese Schnittspur hier. Und die sieht so aus, als ob hier ein Schwert reingegangen ist, stecken geblieben ist. Schau dir das mal an. Das kann ganz viele Gründe haben. Und sollte man auch nicht unterschätzen, die haben auch nicht immer gut gezielt, die Scharfrichter. Also da gibt es wirklich viele Berichte. Natürlich fragt man sich dann, wie es jetzt gerade an diese Stelle kommt. Aber das kann ja eine Kombination aus mehreren Sachen sein. Eine weitere Untersuchung soll Klarheit bringen. Anthropologin Bettina Jungklaus stellt fest, bei dem Skelett handelt es sich vermutlich um einen Mann zwischen 30 und 40. Seine Hinrichtung verlief wohl alles andere als reibungslos. Also ich denke nicht, dass es ein Hieb ist, sondern es müssten zwei sein, wenn man die jetzt aufeinander legt. Hier haben wir einen Hieb. Der geht auch hier so ein bisschen tiefer, ja, möglicherweise die Spitze von einem Schwert hier rein. Ja. So. Und der andere Hieb hat eine andere Ausrichtung. Ne? Der geht eher so. Mit einem Modell versucht Bettina Jungklaus, den Vorgang der Hinrichtung nachzuvollziehen. Das ist der erste Halswirbel, der zweite, der dritte. Also diese beiden waren betroffen. Die Position lässt sich eigentlich nur erklären, wenn der Verurteilte sich bewegt hat. Vielleicht hat er sich weggedreht vor dem Schwert. Dann kann man eigentlich auch ausschließen, dass der Scharfrichter einen Fehlhieb getätigt hat, sondern eher dafür sprechen, dass der Delinquent sich möglicherweise gewehrt hat. So würde ich sagen. Der hat sich weggedreht. Für diese misslungene Hinrichtung ist der Scharfrichter also vermutlich nicht verantwortlich gewesen. Anders in diesem Fall. Die Enthauptung der einstigen Königin von Schottland. Maria Stuart, 1587. Mit einer Axt soll ihr Kopf vom Körper getrennt werden. Doch der Henker braucht der Überlieferung nach gleich mehrere Schläge, um die Enthauptung zu vollziehen. Führt der Scharfrichter seinen Job nicht richtig aus, kann es ihm am Ende selbst an den Kragen gehen. Nicht zuletzt darf man auch nicht vergessen, dass das Volk auf den Scharfrichter auch negativ reagiert hat, wenn er zum Beispiel einen Fehlhieb vollzogen hat. Oder wenn der Strick gerissen ist, weil die Galgenschlinge falsch geschlungen wurde. Dann ist auch manchmal für die besonderen Schmerzen, die dem Missetäter zukamen, ist auch der Scharfrichter gejagt worden, manchmal gelyncht worden. Denn Hinrichtungen sind im Mittelalter wie der frühen Neuzeit öffentlich, oft als Spektakel inszeniert. Ein Fest des Rechts. Der Verbrecher ist überführt, das Gute hat über das Böse gesiegt. Und nicht nur das zieht damals viele Schaulustige an. Heute ist der Tod das Ende. Für diese Zeit ist der Tod der Übergang ins Jenseits. Deswegen ist sozusagen die Tötung auch deswegen interessant, weil die Art und Weise, wie der Betreffende diese Strafe über sich ergehen lässt, auch gleichzeitig einen Schluss zulässt, ob er jetzt erlöst ist oder nicht erlöst ist. Und diese emotionale Spannung, das muss ein solche Faszinosum gewesen sein, dass man da verstehen kann, weshalb da Massen hingeströmt sind, um sich das anzusehen. Sogenannte unehrliche Strafen gehen nach damaligem Verständnis sogar über den Tod hinaus. Sie verwehren den Hingerichteten ein christliches Begräbnis und damit für alle Ewigkeit das Eingehen ins Paradies.
für den christlich geprägten Menschen damals die schlimmste Strafe. Menschen, die man hingerichtet hat, wenn man sich mit ihnen überhaupt nicht identifiziert hat. Wenn Sie so wollen, das waren Fremde, ja vielleicht sogar an der Grenze des Menschlichen stehend, weshalb man die einfach unschädlich machen wollte. Also, und unschädlich machen hat auch bedeutet, man hat die verfaulen lassen. In Bad Belzig finden die Archäologen Hinweise auf dieses schaurige Geschehen. In manchen Gruben liegen die menschlichen Knochen ungeordnet. Für Marita Genesis sind sie das Zeugnis abfallender Körperteile, erhängter oder geräderter, die am Richtplatz verscharrt wurden, in einer sogenannten Verlochungsgrube. Ein Galgenberg war immer auch mit Magie, Spuk und Aberglauben behaftet. In historischen Quellen ist zu lesen, dass die Geköpften oder Geräderten dort umhergingen und ihre Einzelteile wieder zusammensuchten. Das heißt, man betrat diese Plätze auch nicht freiwillig. Man hatte also eine gewisse Scheu vor diesen Plätzen und vor den Toten, die dort ruhten. Man hatte auch Angst, dass sie wiederkehren könnten als sogenannte Wiedergänger ins Reich der Lebenden. Auch hierfür findet Marita Genesis Hinweise auf der Richtstätte. Ein Toter unter einem großen Haufen Steine. Die hier Bestatteten waren in den Augen der damaligen Bevölkerung mit bösen Attributen ausgestattet. Es waren Mörder, es waren Vergewaltiger, es waren Diebe. Das heißt, diesen Menschen wollte man im Leben nicht wieder begegnen. Deshalb sind sie beschwert worden. Eine der Möglichkeiten, um die Toten für die Ewigkeit im Grab zu haben. Unter dieser Steinpackung kam wahrscheinlich wirklich niemand wieder hervor. Manchmal werden Toten auch Steine in den Mund gelegt, vermutlich damit sie die Lebenden nicht mehr nachzehren können. So verbreiten selbst gerichtete Verbrecher damals noch Angst und Schrecken, zumindest in der Fantasie. In Bad Belzig finden die Archäologen noch eine Besonderheit, eine Urne aus der Bronzezeit. Was auf den ersten Blick für den Henkersplatz irrelevant wirkt, ist für Marita Genesis ein wichtiger Hinweis. Denn solche Funde trifft sie immer wieder auf mittelalterlichen und neuzeitlichen Richtstätten an. So auch bei einer Grabung in Perleberg in Brandenburg. Für Marita Genesis ist klar, es ist kein Zufall, dass mittelalterliche und neuzeitliche Richtstätten auf ehemaligen bronzezeitlichen Bestattungsplätzen anzutreffen sind. Eine Theorie ist, dass diese Plätze aufgrund ihrer erhöhten Lage ausgewählt wurden. Bei der Ortswahl könnte aber auch der Aberglaube eine Rolle gespielt haben, vermutet die Forscherin. Die Arbeitstheorie, die wir dazu im Moment haben, sagt, dass es möglicherweise die Dämonen der Heiden sind, die die schlechten Geister, die verkommenen Seelen der Hingerichteten, der Verbrecher auf diesem Galgenberg festhalten sollen. Die Hinrichtungsstätten gelten als anrüchige Plätze, infame Orte, die von Dämonen besetzt sind und die man nicht freiwillig betritt. Die Aura des Todes umgibt damals nicht nur den Henkersplatz, sondern auch den Henker selbst. In Bad Belzig existiert heute noch das ehemalige Scharfrichterhaus, damals am Stadtrand gelegen, weit weg von den anderen Häusern. Marita Genesis geht den Henkern in Bad Belzig nach. Bei ihrer Spurensuche stößt sie auf den Scharfrichter Martin Koblenz. Er ist von 1687 bis 89 in Bad Belzig tätig. Wir wissen aus den Quellen, dass er über 105 Hinrichtungen mit dem Schwert vollzogen hat. Nicht nur allein in Belzig, er ging 1690 nach Berlin.
Dort legte er eine wirklich spektakuläre Karriere hin. Er wurde 1708 an den Hof des preußischen Königs berufen, wo er als Hofmedikus arbeitete. Das ist wirklich was ganz Besonderes, etwas Außergewöhnliches und auch einzigartig in den ganzen Reihen der Scharfrichter, die wir bislang überhaupt nachweisen konnten. Damals schreibt man den Scharfrichtern gute Kenntnisse in Anatomie zu. Durch das Foltern und Hinrichten können sie vermeintlich hinreichend den menschlichen Körper studieren. So arbeitet mancher Henker im Nebenberuf auch als Heiler. Es gab ja damals keine Medizinerausbildung am Leichen, aber er hatte ja die Leichen. Er konnte sich also mit dem Körper, er musste natürlich auch bei der Enthauptung genau wissen, wie der Körper aussieht. Ja, sonst hätte er nicht enthaupten können. Und bei der Folter, er war ja auch derjenige, der gefoltert hat, musste er sich auch mit dem Körper auskennen. Und so gibt es die ersten oder einige Scharfrichter, die zu bedeutenden Ärzten wurden. Trotzdem gelten sie in der Gesellschaft als Außenseiter. Sie werden gemieden und müssen oft außerhalb der Stadtmauern wohnen. Scharfrichter hatten einen ganz undankbaren Beruf. Einerseits galt das irgendwie als gruselig und unehrenhaft so. Andererseits brauchte man die Scharfrichter aber auch. Und es gab ständig Verdienstausfälle. Man konnte ja nie vorhersagen, wie viele Menschen hingerichtet werden müssen. Insgesamt waren das also relativ schlecht besoldete, vergleichsweise schlecht angesehene Menschen. Durch ihren Job haben es viele Scharfrichter schwer, eine Frau zu finden. Oft heiraten die Henkersippen untereinander und geben ihren Beruf an die Kinder weiter. Es gibt dann Scharfrichter-Dynastien, ne, die Sansons zum Beispiel in Frankreich, die mehrere Generationen den Scharfrichter gestellt hat, weil eine anständige Frau hat so einen Scharfrichter nicht geheiratet. Man hat unter Umständen vielleicht sogar im Gnadenakt eine Frau, die man hinrichten sollte, hat man vielleicht dadurch begnadigt, dass sie die Frau des Scharfrichters wurde. Mit der Zeit arbeiten die Henker an ihrem Standing, wie man heute sagen würde. Sie beginnen sich allmählich als Zunft zu verstehen. Mit Berufsausbildung und anschließender Meisterprüfung. Einer Enthauptung. Und dann bekam man ein Dokument, dass die Enthauptung in Ordnung war. Und dann konnte sich dieser junge Mann bei anderen Städten als Scharfrichter bewerben. Und so hat man versucht, eine gewisse bürgerliche Struktur reinzunehmen, weil der Scharfrichter selbst unehrlich war. Er durfte also kein anderes Gewerbe machen, außer ein unehrliches. Neben den Hinrichtungen gehört auch das Foltern zu den damaligen Tätigkeiten des Scharfrichters. Es gilt nicht als Strafe, sondern als legitimes Mittel, um dem Delinquenten ein Geständnis abzupressen. Auf eine andere Nebenbeschäftigung der Henker könnte diese Grabung in Perleberg verweisen. Die Forscher sind hier auf zahlreiche Knochen gestoßen. Sie stammen aber nicht von Menschen. Auf der Richtstätte fanden wohl auch Tiere ihre letzte Ruhe. Schweine, Pferde und ein Lederriemen deuten darauf hin, dass hier ein Abdecker am Werk war. Oft war das der Scharfrichter selbst. Was also kann uns dieses tote Pferd heute noch sagen? Dafür kann es mehrere Theorien geben. Die erste wäre ganz normal, der Abdecker, der häufig auch diesen Richtplatz als Schindanger benutzt hat. In der Zwischenzeit, wenn keine Hinrichtungen passiert sind, hat hier ein Pferd, was möglicherweise krank war, was alt war, entsorgt. Eine weitaus interessantere Möglichkeit oder Variante wäre, dass wir es hier mit einer Form von Tierprozessen zu tun haben. Tatsächlich wird im Mittelalter und der frühen Neuzeit nicht nur Menschen der Prozess gemacht, sondern auch Tieren. Sie werden für vermeintliche Verbrechen wie Körperverletzung oder Mord öffentlich verurteilt.
Beispielsweise, wenn ein Schwein ein Kind anfällt oder ein Hahn ein Ei gelegt haben soll. Warum aber werden sie hingerichtet? Eine Vorstellung? Dämonen haben sich der Tiere bemächtigt. Wie es auch in einigen Bibelerzählungen heißt. Indem die Tiere bestraft werden, glaubt man, das Böse zu bekämpfen. Tiere sind so wie der Menschschöpfung, die auch eine Seele hatten, das war ganz klar. Nur eben eine Tierseele. Und von dem hat der Tier eine andere Bedeutung. Aber ich glaube, dass vor allem dahinter so eine, ja, man kann fast sagen, therapeutische Funktion lag. Man hat so einen Vergeltungsmechanismus gegen das Böse. Und wenn so ein Tier sowas macht, ein Kind tötet und so, dann muss was geschehen. Neben Spuren, die auf Tierprozesse verweisen könnten, finden die Archäologen auch verschiedene Pfostengruben in Perleberg. Einige können sie dem Galgen zuordnen. Vermutlich gab es aber noch mehr Pfosten auf dieser Richtstätte. Eine Erklärung für ihre Nutzung kann vielleicht dieser Schädel liefern. Er wurde bei einem ehemaligen Scharfrichterhaus in Fürstenwalde gefunden. Bettina Jungklaus will herausfinden, was es mit dem Loch in der Schädeldecke auf sich hat. Der Schädel aus Fürstenwalde zeigt zwei Verletzungen. Einmal eine Hiebverletzung durch ein Schwert und dann so eine viereckige Verletzung, die durch einen Nagel entstanden sein dürfte. Ja, wahrscheinlich ist der Nagel von oben in den Schädel getrieben worden und er wurde ausgestellt. Also zur Schau gestellt. Ein besonders düsteres Kapitel deutscher Rechtsgeschichte. Funde dieser Art mit einer Nagelung oder Spießung im Kopf sind bislang noch sehr selten. Es gibt zwei Fälle. Und einer davon wird dem prominenten Störtebeker zugeordnet, der mit einem Kumpan ja auch hingerichtet worden ist im Mittelalter. Und sein Kopf und die Köpfe seiner Kumpanen sind quasi auch zur Abschreckung ausgestellt worden. Dieser Schädel wird dem berühmten Piraten Klaus Störtebeker zugeschrieben. Sein Kopf soll aufgenagelt und aufgespießt worden sein. Der Pirat und seine Gefährten werden damals zum Tode verurteilt. Die sagenumwobene Hinrichtung soll 1401 auf dem Grasbrook bei Hamburg stattgefunden haben. Angeblich sichert man dem Piraten damals zu, jeder seiner Gefährten, an dem er ohne Kopf vorbeiläuft, kommt frei. Der Legende nach soll Klaus Störtebeker es geschafft haben. Er läuft kopflos an einigen Spießgesellen vorbei. Vergeblich, denn am Ende werden trotzdem alle hingerichtet. Nur ein Ammenmärchen? Oder haben manche Körper tatsächlich nach der Enthauptung noch Reaktionen gezeigt? Wir wissen ganz sicher, durch Umschnürungen des Halses und auch durch schwere Verletzungen, dass der Blutdruckabfall im Kopf, dadurch, dass man die Adern hier an den Seiten zudrückt oder eben dann auch den Kopf abtrennt oder schwere Verletzungen hat, dass der dazu führt, dass man ohnmächtig ist. Das bedeutet aber nicht, dass das Gesicht keine Bewegungen mehr macht. Nerven funktionieren mit Strom. Das kann also sein, dass da nochmal irgendwelche Erregungen, also elektrische Erregungen, durchgegeistert sind. In Perleberg jedenfalls könnte diese Pfostengrube darauf verweisen, dass hier Leichenteile ausgestellt wurden. Was von den Hingerichteten übrig blieb, gilt damals bei manchen als Wundermittel. Der Handel mit Körperteilen oder auch Körperflüssigkeiten von Hingerichteten konnte auch eine durchaus ernstzunehmende Einnahmequelle für diese Henker sein. Es gab zum Beispiel die Möglichkeit manchmal, dass man dachte, der Urin, der sehr häufig austritt, wenn Menschen sterben, egal ob sie hingerichtet werden oder im Krankenbett sterben einfach, dass der eine Wunderwirkung hätte. Es gab Hinweise darauf, dass der Finger, der abgetrennte Finger einer hingerichteten Leiche besonders wunderkräftig ist. Oder das Blut. Bei der Enthauptung des Räubers Schinderhannes soll es mit einem Becher aufgefangen worden sein. Damals gilt das Blut eines Hingerichteten als Mittel gegen Epilepsie.
Bettina Jungklaus nimmt einen weiteren Fund unter die Lupe. Ein Skelett, das auffällige Frakturen aufweist. Der Tote wird bei Straßenarbeiten in Groß-Pankow gefunden. Ein Fund, der schockiert. Die längeren Knochen sind zerschlagen. Die Knochen zeigen eine bestimmte Art der Fraktur, eine sogenannte Biegefraktur, die belegt, dass ein schwerer Gegenstand, in diesem Fall das Rad, auf die Langknochen aufgetroffen ist und sie dabei zertrümmert hat. Wir haben noch am Schädel und am Unterkiefer eine Fraktur gefunden, eine Verletzung, die zeigt, dass er auch das Rad auf den Kopf bekommen hat. Das Rädern, eine Strafe, die damals vor allem beim Mord verhängt wird. Dabei zerschlägt der Scharfrichter dem Verurteilten mit einem Wagenrad die Knochen. Dann wird er auf das Rad geflochten und ausgestellt. Der Scharfrichter fing mit dem Rad an, unten die Gliedmaßen zu zertrümmern und arbeitete sich dann langsam an dem Körper empor. Die Quellen verzeichnen manchmal noch das Vernehmen von Stöhnen von den Rädern. Also ist anzunehmen, dass einige der Verurteilten und Hingerichteten diese Prozedur noch um einige Stunden überlebt haben. Der Verurteilte hat noch Glück, wenn er die Strafe des Räderns von oben erhält. So bekommt er erst einen Schlag auf den Kopf und wird somit bewusstlos. Doch es ist kein Einzelfall, dass der Scharfrichter auch milde walten lässt. Gerade bei den grausamsten Hinrichtungsarten. Es gibt auch immer wieder Berichte, in denen deutlich wird, dass Scharfrichter versuchten, das Leiden der Verurteilten zu lindern. Zum Beispiel beim Verbrennen wurden die Verurteilten vorher nicht sichtbar für die Menge erdrosselt, sodass der Tod nicht so grausam eintrat. Wir wissen zum Beispiel auch bei Kindsmörderinnen, sie wurden üblicherweise mit dem Ertränken in einem Sack bestraft, kam aus den eigenen Reihen der Scharfrichter das Bestreben, diese Strafe des Ertränkens in die Strafe des Enthauptens umzuwandeln. In Frankreich in den blutigen Tagen der Revolution wird 1792 eine Maschine für das Enthaupten entwickelt, die einen schnellen, schmerzlosen Tod verspricht, die Guillotine. Sie verbreitet sich von dort aus in Europa. König Ludwig XVI. Von Frankreich ist eines der ersten prominenten Opfer dieser Höllenmaschine. Nach ihm stirbt auch seine Frau Marie-Antoinette unter dem Fallbeil. Eine öffentliche Hinrichtung droht aber immer auch in Gewalt oder Volksunruhen umzuschlagen. Wenn das ein schönes Sterben unter Anführungszeichen war, dann ist unglaubliche Befriedigung beim Volk. Ja, aber wenn das nicht klappt, dann schwappt es um, dann wird aus Hass Mitleid. Ja. Und der Hass richtet sich dann gegen den Scharfrichter, aber auch gegen den Staat. Das heißt, es werden Stimmen laut, was ist das für eine Barbarei, das ist doch kein Staat und so. Und deswegen hat der Staat zunehmend das Problem der Öffentlichkeit gehabt. Und im 19. Jahrhundert hat er dann die Öffentlichkeit aufgehoben. Ab 1851 werden Hinrichtungen in Deutschland weitestgehend in Gefängnisse und Zuchthäuser verlagert. In Frankreich kommt es am 17. Juni 1939 noch einmal zu einer öffentlichen Exekution. Der deutsche Serienmörder Eugen Weidmann wird zum Tode verurteilt. Er hat in Frankreich 6 Morde begangen und stirbt öffentlich auf der Guillotine. In Frankreich wird 1981 die Todesstrafe abgeschafft.
andere Länder richten teilweise noch heute öffentlich. Öffentlich ist es nur dort, wo der Staat sich positiv zu Hinrichtungen bekennt. Und das ist in arabischen Staaten, das ist in Saudi-Arabien, da gibt es noch Enthaupten. Ne? Und dann gibt es Steinigen für gewisse Delikte nach dem Koran in arabischen Staaten. Der letzte deutsche Henker ist Johann Reichardt. Er übernimmt den Beruf 1924 von seinem Onkel. Als Hitler die Macht in Deutschland übernimmt, wird er zum Scharfrichter der Nazis. Reichardt vollstreckt fast 3000 Todesurteile, darunter auch an den Widerstandskämpfern Hans und Sophie Scholl. Nach dem Krieg wechselt der Scharfrichter den Arbeitgeber. Er tötet nun für die Alliierten jene, für die er vorher gearbeitet hat. Nazis, die in den Kriegsverbrecherprozessen zum Tode verurteilt werden. Im Gefängnis Landsberg am Lech wird das Fallbeil durch den Strang ersetzt. ...1948 wird Johann Reichardt selbst der Prozess gemacht. 1,5 Jahre Lagerhaft und Verlust der Rente für Hitlers Henker. Mit 79 Jahren stirbt Johann Reichardt. Während die Alliierten in Landsberg noch bis 1951 Todesurteile vollstrecken, wird die Todesstrafe in der Bundesrepublik Deutschland mit Verkündung des Grundgesetzes 1949 abgeschafft. Der Raubmörder Richard Schuh hat das Verbot der Todesstrafe nur knapp verpasst. Am 18. Februar 1949 wird er in Tübingen guillotiniert. Es ist die letzte strafgerichtliche Hinrichtung in Westdeutschland. Wir haben lange Zeit gebraucht, bis wir diese Vorstellung, dass Todesstrafe etwas Rechtliches sei, aufgegeben haben. Und Sie wissen vielleicht, dass erst im August die katholische Kirche ihren Katechismus geändert hat. Also erst ab dem August 2018 hat die katholische Kirche endgültig die Todesstrafe für illegitim erklärt. Bis in den August dieses Jahres hat sie immer noch für Notsituationen anerkannt, dass Menschen hingerichtet werden. Muss ein unglaublich langer geistiger Prozess. Die öffentlichen Richtstätten des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Sie sind wichtige Zeugnisse unserer Geschichte. Die Grabungen in Bad Belzig konnten Licht ins Dunkel bringen. Sie zeigen, die Richtstätte existierte vom ausgehenden Mittelalter bis in die Neuzeit und wurde als solche auch genutzt. Das belegt der Fund der Toten außerhalb eines geweihten Friedhofes. Bis jetzt konnten nur erwachsene Männer nachgewiesen werden. Die meisten von ihnen starben durch den Strang. 13 Tote und zahlreiche Einzelknochen haben die Forscher bislang in Bad Belzig gefunden. Einen Teil von ihnen hat Marita Genesis auf dem Friedhof der evangelischen Kirchengemeinde St. Marien bestatten lassen. Nach Hunderten von Jahren ruhen sie nun in Frieden.